Wohnblock an Wohnblock gereiht. Hier hat jemand vermutet, dass es russische Handseife sein könnte. Original Spreewälder Erzeugnis, wenn das mal keine Gurken waren. Hier steht ja noch ein Herd. Ist nicht fertig. Oh, ich hab Hunger. Gefährlich, gefährlich. Da sieht man noch, wie weit die Sowjetunion damals reichte hier. Ein Symbol der Freundschaft. Hallo Leute, willkommen zu unserem nächsten LP-Video. Wir sind gerade mal hier um die Ecke gesprintet, weil irgendwas vorne an der Straße entlang fuhr. Aber der ist wohl abgebogen. Falscher Alarm. Ja, wieder raus auf die Straße. Wir befinden uns endlich in Pripyat, der weltbekannten Stadt in der Ukraine, die nach dem Atomreaktorunglück... Nicht so ganz. Hä? Das ist die kleine Version. Wie? Wir sind noch nicht da? Machen wir das erst nächstes Jahr? Verdammt. Okay, dann sind wir in Klein-Pripyat. Und? Ja, ganz ähnlich. Geisterstadt. Geisterstadt. Und hier sind schon die ersten Geister-Buildings. Da und hier. Und lange Alleen, auf denen lang keiner mehr war. Da. Das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß mit uns. Krass, ein geschütztes Fledermausquartier. Da gehen wir echt nicht rein. Wir haben aber genug Nicht-Fledermaus. Ach, da ist schon ein dicker Schmetterling. Der ist aber flott. Es ist mega still hier. Außer dem Summen eines Insekts ist nichts zu hören. Richtige Geisteratmosphäre. Wollen wir mal den ersten Block betreten. Und dann guckt man durch den Block und sieht dahinter einen weiteren Block. Heftig. Lange dunkle Gänge. Auf in die oberen Etagen. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Die erste russische Inschrift. Starkstrom. Achtung bestimmt, Achtung Starkstrom. Hier auch noch irgendwas. Nur noch die Hälfte vom Lesen. Mal auf einen der Balkone. Gefährlich. Und die letzte Wohnung in der obersten Etage. Mit Klingel und Lichtschalter. Mich würde echt interessieren, wie die damals eingerichtet war, wer hier gewohnt hat. Wie viele Geschichten und Erinnerungen sich in diesen Wänden verbergen. Und jetzt ist alles so verwüstet. Wollen wir mal auf den Balkon. Verlassene Häuser um uns herum. Richtiges postapokalyptisches Feeling hier. So, da dürftet ihr einen guten Einblick bekommen haben, wie die Häuschen hier so aussehen. Nach. Wissen wir, wie lange das alles zu ist? Ja. Und gleich. Also, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht und seit 92 steht das hier alles still, also seit guten 30 Jahren. Mit der Sowjetbesatzung wurde dieses alte Kasernen-Militärgelände übernommen und ausgebaut. Es gibt Flugbahnen hier, es gibt Flugzeughangars und das hier, wo wir jetzt uns befinden, sind hauptsächlich Unterkünfte für die Familien der Offiziere und der hier stationierten Soldaten.
Ja, da sind halt viele Offiziere drunter gewesen, von daher wurden die ganzen Familien dann nachgezogen und das hier waren tatsächlich so die modernsten Bauten, die es damals gab. Da hat man sich drum gerissen um diesen Wohnkomfort, ne? Fließend Wasser, Toiletten, alles vom Feinsten, vom Feinsten. 30 Jahre, Leute, 30 Jahre, bis wir es so vorfinden. Wir sparen uns den Weg außenrum, wir gehen einfach durch so ein Haus und mal weiter ins Zentrum der Anlagen. Durch jedes Haus weiter durchgehen. Das ist ein Teppich hier. Baurollen oder sowas. Ja, hier ist ein bisschen offener. Oh, hier sieht man noch diese alte Strukturfassade. Ein Steinchen da eingeklebt. Guten Tag. Hallo. Na, wie lebt es sich so hier in dem Pripyat? Schön. Ich gucke immer, was die Leute so machen. Da ist die Inge. Ach, Inge. Die liegt da begraben, ne? Ja. Ich fürchte auch. Das wird schon wieder. Komm mit, du hast Freunde, die dich lieben. Komm. Ja, bisher das höchste Haus, das wir hier entdeckt haben. Checken wir mal kurz ab. Ja, Leute, wie ihr seht, auch das ganz Große sieht irgendwie genau gleich aus wie das Kleine. Ich denke mal, wir werden euch jetzt nicht jeden Block zeigen, da haben wir leider nicht genug Zeit. Also die Fensterdichtungen sehen hier anders aus, nicht genau die, die wir unten gefunden haben, aber ansonsten tut sich das nicht viel. Ich denke mal, wir werden uns gleich erstmal noch die Fabriken und so angucken, wie es hier auch geben wird. So, oberste Etage. Und neben uns direkt noch so ein Klopper. Über den Baumwipfeln in Pripyat. Da hinten auch noch Häuser. Ja. Riesig, riesiges, verfallendes Gelände. Wohnblock an Wohnblock gereiht. Da oben wächst einfach ein Baum aus dem Fenster. Eine kleine Birke, wenn ich es richtig sehe. Das kann man nicht beschreiben, wie sich das hier anfühlt, Leute. Unglaublich. Wie in einer anderen Welt, so als ob die Menschheit vergangen ist und du läufst in dem rum, was davon übrig geblieben ist. Gar nicht Jahre so unrichtig, weil hier die Oktopushirne haben die Welt übernommen. 1-0-0-0-1-1-1. Wir stehen jetzt hier mal in so einem Treppenhaus und die mittlere Wohnung ist echt ein Loch. Ne? Es hat nur ein Zimmer, ein WC und eine Küche. Also das waren dann die ganz kleinen. Oh krass, hier steht ja noch ein Herd. Auch schick. Die anderen Wohnungen hatten wenigstens noch ein Schlafzimmer bzw. Kinderzimmer dabei. Ja, das hier war vielleicht für die Kinder. Also. Genau. Oder die Singles. Ja. So, macht das Sinn? Zwei große Wohnungen, links und rechts, eine kleine in der Mitte. Ein alter Duplo-Klotz-Baustein. Vielleicht noch von einem Kind aus einer der größeren Wohnungen, wer weiß. So, und wieder nach unten. Also verlassen wir das nächste riesige Gebäude.
Bodentruppmann Tower, Bodentruppmann Tower. Ja, das war gut so. Beim Lärm haben wir schon gesehen, was die Leute mit dem Seil versuchen. Oh ja, die Treppe ist abgeflext, hoch kommt man nicht mehr, aber cooles Gebilde. Mal schauen, wie es innen aussieht. Ja, vor dem Kraftwerk ein großer Platz. Am Kraftwerkseingang liegt eine Menge Krempel. Die Tür hängt nur noch in einer Angel. Okay, ich glaube, ich verstehe das Prinzip dieses Kraftwerks. Das, was hier vor uns ist, sind die riesigen Brennöfen. Dafür auch der Schornstein vorne, damit der ganze Schmock raus kann. Auf den Platten hier standen die, ja, sagen wir mal, Dampfturbinen, die mit der Hitze angetrieben wurden. Ja, da ist die Kohleanlieferung, ne? Wie wir es schon auf anderen Geländen gesehen haben. Hier wird dann schön Feuerchen gemacht in dem riesigen Ofen. Sieht man auch das Schwarze da drin. Ja, und dann wird hier ordentlich Energie produziert. Ja, ein kleines Büro. Womöglich Kontrolleinrichtung. Ja. Klar, die ganzen Geräte nicht mehr da. Die konnte man noch gut weiter nutzen. Und eins der etwas anders gebauten Backsteinhäuser mit breiteren Fenstern, kleinen Erkerchen im Dach. Hier gibt es sogar noch ein Treppengeländer. Also aus Holz konnte man nicht verkaufen. Große, schwere Tür mit Guckloch und einem Klopfer. Ja, die Einrichtung noch mal wesentlich älter hier. Noch ein Holzofen. Ein richtiger Holzofen. Ist nicht fertig. Ist nicht fertig? Oh, ich hab Hunger. Crappy Wasteland. Ja, das könnten die Quartiere der Offiziersfamilien sein. Ein bisschen höhere Decken, breitere Türen und Fenster, mehr Fenster. Schöne Holzrahmen statt dem Plastikrahmen. Ja, sogar ein etwas geräumigeres Bad. Da war scheinbar auch mal eine Wanne drin. I'm not sure. Ja, große Einbauschränke. Und alles in einem schicken Grün. Babykotze-Grün. Ja, das war damals in. Die müsste eigentlich auch noch aus der Zeit damals sein, oder? Dancing and Crawling Baby. Gruselig. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt Joyce um die Ecke gecrawlt. Was war das hier? Der Briefschatz? Okay. Die Gallery News Asia. Deposits in the Soviet Union. Da sieht man noch, wie weit die Sowjetunion damals reichte hier. Das ist geil. Wir sind hier am Rätseln. Hier hat jemand vermutet, dass es russische Handseife sein könnte. Also diese Handwerkerseife, also diese Hand. Working Hands. Handverspaß da. Was ist denn da drin? Tatsächlich hier in diesen Altbauten noch einige. Könnt ihr den ziffern? Leute. Ach, guck mal hier. Das ist irgendwas zum Essen. Hier ist so eine Kochanleitung. Oh, ich hab gerade dran gerochen. Leute, könnt ihr das entziffern, falls ihr es erkennt? Die Inhaltsstoffe? Hier ist noch ein Haltbarkeitsdatum. Oktober. Das verstehe ich nicht, aber 82. Cool. Sehr schön. Hier ist noch so ein Becher. Hier noch so ein alter Ofen. Und der Garfi. Guck mal da oben, passt so, ne? Oh ja. Wäsche da. Das war sicher eine Waschküche hier. Und was ist das da? Habt ihr noch was? Ein Boiler. Ach so, das ist der. Das hat man nicht mehr identifizieren können, glaube ich. Doch, das waren mal Pfirsiche. Das hier. Hier schon einfach der Putz von der Wand bröselt. Von Jans allein. Hatte ich doch recht, es sind Backsteinhäuser, die nur verputzt wurden.
Tatsache. Oh ja, noch mehr, viel mehr Kram aus den Sowjetzeiten. Kennt man die nicht? Oh, das ist auch viel mit Benzin getränkt oder so. Hm. Hat einer versucht zu fackeln, wie es scheint. Da werde ich kein Datum mehr erkennen können. Schade. Dafür noch ein paar Originaltapeten. Und ein Lampenleuchter. Ja, kann man leider kein Datum mehr erkennen. Das ist irgendwie Öl getränkt oder sowas. Ja, Benzin. Aber die ist auch gut. Der wusste auch, Olga. Ja. Das auch. Oh, krass. Hier waren sie fleißig. Wer sind das denn alles? Irgendwelche Promis? Würde ich fast vermuten. Promis. Oh, wir haben noch so eine richtige Kalter Kriegszeitschrift. Hier, die Kommandanten mit dem Panzer im Hintergrund. Ja. 1989. Von 89. Wow. Das ist krass. Das war noch kalt. Der Kalte Krieg war da noch am Laufen, oder? Ja, ja, der endete quasi erst mit der Wiedervereinigung 91. Und in der Zeit, wo die dort standen, der Panzer bereit war, lagen sich Ost und West lauernd gegenüber, bereit jederzeit den Knopf zu drücken. Ja, damals hat das mit den Verhandlungen noch gut funktioniert. Heute sind wir da nicht mehr so firm drin. Leider. Oh ja, so stellt man sich das vor. Der Wodka, der russische, neben dem guten deutschen Bier. Noch mit diesen alten Dosendeckelöffnern. Das steht doch mal für Wiedervereinigung wie nichts anderes, oder Leute? Ja, genau. Ein Symbol der Freundschaft zwischen Russen und Deutschen. Und Prost, darauf wird erstmal angestoßen. Original Spreewälder Erzeugnis, wenn das mal keine Gurken waren. Gurkenglasdeckel, herrlich. Ich habe es gerade unten noch gesagt, lasst sowas doch, Leute. Da hat ernsthaft sich einer richtig Mühe gegeben, hier das Haus abzufackeln. Ja, keine Ahnung. Schön irgendwie, wenn die Nachrichten von einem selbst gemacht werden, aber doch nicht so. Ja, der ist riesig. Naja, krass, wie schief dieses Fenster da schon hängt. Also ich halte die Kamera nicht schief, das Fenster ist einfach schief. Ich bin auch die ganze Zeit. Dach sackt schon weg. Das Dach sieht schon irgendwie nicht mehr ganz so vertrauenserweckend aus. Ja, in sich verzogen sehr. Na gut. Auch den Dachboden gesehen. So, zu den Schornsteinen. Wir haben uns entschlossen, doch nochmal schnell den Keller anzuschauen. Es riecht direkt sehr kellerisch hier. Ja, wie immer, im Keller ist kühler, kann man das hier lagern. Da liegt das. Aber sonst sieht das hier recht leer aus. Mal den Rohren von. Oh, hier hätten wir den. Eine große Kiste. Mit undefinierbarem Inhalt. Hm. Hier ist vor allem. Und hier ein großer leerer Kellerraum. Ja, uninteressanter Keller. Bis auf die Kiste. Und mal wieder hoch. Ab durch den Dschungel, raus aus dem Wohnheim der Familien der höheren Ränge. So Leute, wir vermuten, dass hier, wir sind jetzt im hinteren Teil des Geländes, wo überall die Ruinen stehen. Gebäude, die damals wahrscheinlich von den Deutschen gebaut wurden. Und als das Gelände von den Russen, von den Sowjets übernommen wurde, wurde quasi der hintere Teil hier einfach sich selbst überlassen. Wahrscheinlich vorher noch geplündert. Und weiter vorne, hinter den Bäumen, wurde dann die neue Stadt hochgezogen. Die ganzen Wohnblocks. Hier ist wieder eine Ruine links. Das sind vermutlich die alten Mannschaftsunterkünfte der Kaserne hier. Schön aus Backstein gebaut. Ist aber fast nichts mehr von übrig. Dach ist weg. Es wachsen überall schon Bäume raus aus dem Schornstein. Da steht ein Riesenbaum schon drin. Also, das dürfte noch damals. Bei der Recherche habe ich dieses Gebäude, was wir hier sehen, auch schon gesehen.
mit den drei Schornsteinen. Es hat sich mir nicht ergeben, was genau es gewesen ist. Aber das ist auf jeden Fall aus der Zeit der Nationalsozialisten damals. Das haben die schon hochgezogen. Ja, es sieht auch mega cool verfallen aus, auch von vorne. Ja. Aber ja, da wird auch der Zugang nur begrenzt möglich sein, so zerfallen wie das ist. Da kommt ja alles runter. Ich glaube, um unserer Sicherheitswillen zeigen wir euch das lieber nur von außen. Das sieht nicht mehr gut aus. Ja, wird auch nichts mehr drin sein. Ja. Trotzdem, cooler Anblick. Überall, guck mal, die Birke da oben ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Krass. Komplett zurückgeholt von der Natur schon. Nice. Es nimmt einfach kein Ende. Da Häuser, hier Häuser, da Häuser, hier Wege, neben uns Ruinen im Busch. Ja, wir laufen auf einen großen Platz zu. Ich glaube, daneben könnte sich das nächste Heizkraftwerk befinden. Ja, so sieht es fast aus. Und da kommt der nächste Turm in Sicht. Oh ja, das scheint nochmal baugleich mit dem anderen zu sein. Hier auch diese Backsteinkammern. Aber hier fehlt das Häuschen. Ja, wir sind schon in der Halle. Ach, wir stehen schon in der Halle quasi. Ja, nur das Dach. Ach, das war hier eine Metallkonstruktion, das Dach. Und die ist weg. So, wir sind auf der Suche nach unserem Ausgang und hier fuhr gerade ein LKW raus. Ich glaube, der kam sogar hier raus aus diesem schmalen Weg oder aus einem da. Und ist jetzt hier runter und dann links. Da hinten ist einfach nur ein Tor und laut Karte nur eine Sackgasse. Also weichen wir den mal aus und versuchen uns querfeldein zurück zu unserem Ausgang durchzuboxen. Sonst wäre das ja alles platt. Ja, und wahrscheinlich auch hier oben die Äste abgebrochen. Ja, ja auch. Noch mal ein bisschen Spannung zum Ende. Jo. Oh, wie gut, dass wir einen Umweg gemacht haben. Wir haben wohl noch die alte Schule des Geländes gefunden. Für die ganzen Soldatenkinder. Ja, so eine geile Front hatte meine Schule nicht. Riesiges Ding, aber leider auch Fledermausgebiet. So, wir haben ein bisschen Gas gegeben, weil der LKW wieder andüste in unsere Richtung und sind jetzt draußen auf einer alten Panzerstraße und verlassen die alten Wohngebäude Little Pripyat. Gigantische Geisterstadt. Lasst uns gerne ein Like da, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.